Das hatte ich einfach Darius eigentlich erklärt, aber okay. Also im Moment, erstmal Kartografie. Da hilft mir Paruk schlecht. Das ist eine 7, zusätzlich 7 Erschwernis. So bei 22. Hast du Auf eine ein einfaches Wort bin. Geländekunde? Geländekunde mehr. Die habe ich ja. Gut, dann ist das schon mal um 5 Punkte erleichtert. Sind wir bei 17. Unser Kartenzeichnersatz erleichtert uns das um 3. Ja. Beziehungsweise Kompasskartenzeichner. Ja, ist einfach nur eine Erleichterung um 3. Wir sind bei plus 14. Ja, das wird schwierig. Ich weiß. Möchte ich vorher einen Segen auf mich wirken? War den Weisheitssegen. Hesinde, wir müssen unseren Kurs setzen. Hilf mir im Namen meines Herrn Effat, dass wir den richtigen Kurs finden und unser Ziel Valusa bald erreichen mögen. Könnte Erleichterung kriegen, weil von wegen göttlicher Auftrag, Yamish Aquam jagen. Finde ich gut, Erleichterung um 3. Perfekt. Segen aufschlagen. Genau, also der Geweihte hat den Namen des schwarzen Schwertes nicht genannt, aber es geht um Yamish Aquam, das nochmal Ja, zu sagen. das war jetzt Johnny aus Versehen, entschuldige. Ja, kein Problem. Hab ich, Meine also ich Fresse, weiß, dass du Johnny. es Nix als kannst CT du. nicht gesagt hast. Du kannst natürlich auch anrechnen, wenn du hast innerer Kompass. Richtungssinn, sowas wie eine Spezialisierung. Das sind natürlich alles Dinge, die dir helfen bei so einer Probe, aber die wirst du nicht haben. Da ist wohl irgendwas nicht richtig gelaufen. Ich bekomme jetzt jeweils 5 Punkte auf Klugheit und Intuition für die nächste Probe. Ja, streich dir das Karma. Jetzt sofort los. Kriegt er jetzt nicht auch Boni wegen Entrückung oder so? Das waren jetzt nur 5 Entrückungspunkte, daher noch nicht. 0,5 ist aufgerundet Ja, doch, bei uns. ein ja. Ist Vollkommen recht. Kartografie denn ein Miracle Plus Talent? Bestimmt. Guter Punkt, guter Punkt. Könnte auch ein Miracle Minus sein. Handwerk. Ja, würfel auch einfach mal deine Probe hinterher. Wie gesagt, Richtungssinn, Orientierung. Das würde alles helfen. Das hat nämlich ein NPC-Kartograf hat sowas. Kartografie ist nicht Miracle Plus. Nein, Nee. aber auch nicht Minus. Okay, na dann schauen wir mal, was es wird. Also wir hatten plus 14 was. Doppel-1 ist immer drin. Orientierung ist Ja, aber. das kennen wir auch schon. Mit der Gassenwissen-Probe, Schwert um 23, Doppel-1 gewürfelt. Komm, Schippi. Warte, was brauchen wir nochmal? Ist die 15 kritisch? Die 11 geschafft? Nee, oder? Und bei minus 16, plus 14 meine ich, ist die 11 auch kritisch. Also die ganze Probe nochmal, alles klar. Dann Weiß ich versuchen. nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob das hilft. Du brauchst eine Doppel-1. Mach nur eine, was nicht eine Richtig, 1 ist. versuch lieber die 15 neu. Alles klar. Die 1 15 zu nochmal neu. 20 wäre. Nö, okay. Dann ist der Chippy weg. Und Everdaios hat einen Kurs bestimmt. Zeichnet so ein bisschen was auf der Karte, die Wascher besorgt hat. Also Jalan sagte irgendwas wie, packt eine Karte ein und Wascher kaufte eine Karte. Und Everdaios kritzelt da jetzt gerade so ein bisschen mit einem Zeichenstift drauf rum. Orientierung. Immer noch. Plus 15. Ja, warte, Ich habe da habe meine ich Lebensprobe geschafft. von Jalan einen Punkt bekommen. Ja. Ich gucke nochmal, ob ich dir helfen möchte. Ja, ich versuche es einfach mal. Jupp. Dann ist das noch ein Kriegst du Punkt. von mir noch einen Punkt. Geländekunde würde auch wieder zählen. Innerer Kompass. Bei plus 10. Orientierung auf See kriege ich auf jeden Fall einen Bonus. Das würde ich mir dann auch. Hochmirakel. Ja, gib einfach dein ganzes Karma aus, das ist okay. Ich freue mich. Das klingt so fies. Ja, und deine Schicksalspunkte auch gleich am Anfang weg. Das ist voll gut. Erst am Anfang. So, ich weiß gar nicht, probe ich das auf meine Liturgiekenntnis, ob ich das hochkriege? Was Johnny, möchtest du? Willst du weißt das Mirakeln oder was willst du? Genau, ja. Ja, dann Du brauchst doch mirakelst du jetzt immer mit Liturgiekenntnis. Liturgiekenntnis. Okay. Und kriegst dann deine
LKW-Stern als THP oben drauf. Ach schon, das war plus 9. 9 Punkte, okay. Perfekt, jetzt sind wir schon bei 0. Ja. Ja, okay, mit den neuen Attributen wird das auf alle Fälle dann. Also du kannst den Kurs einzeichnen, den auf deiner Karte bestimmt worden ist. Du bist dir sicher, das wird. Ihr werdet schon irgendwie ankommen. Möchtest du mal einzeichnen auf dieser tollen Karte, wie ihr fahren wollt? Überleg dir was. Du kannst auch mit den anderen Helden gerne diskutieren. Ihr wisst, dass zwischen dem Festland und Maraskan gibt es eine Sturmfront. Die ist gefährlich zu durchfahren. Das kann ein Spezialist natürlich schaffen. Könnt ihr dann eben auf der maraskanischen Seite oder auf der Festlandseite fahren. Und dann ja einfach so den generellen Kurs, wie ihr nach Valusa wollt. Diskutiert Augen, gern. Augen zu. Also ich durch. Den richtigen oder den jetzt ja, durch nur schlechte wie ihr gemeinsam fahren wollt. Zeichne erstmal ein, wie ich mal bin. Du kannst auch Freihand zeichnen, dann musst du da nicht so mit. Aber das geht natürlich auch. Ja, genau. 2 Wochen seid ihr in Seele. Ich möchte an dieser Stelle, wo wir gerade Pause haben, mal kurz anmerken, dass wir eigentlich in der Dreckshafenmeisterei waren. Ja, ihr wart in der Hafenreihe, Und das weiß ich. Und ja, ihr habt doch gut gefragt, geredet. ihr habt Aber und gefragt, jetzt, aber ihr habt jetzt zu gefragt, sagen, wie haha, teuer. wie lustig, ihr habt vergessen, Karten zu kaufen, finde ich ein bisschen arschig. Nee, also im Forum steht nichts, dass ihr eine Karte kauft. Eine Karte ist ein Aber Hilfsmittel. Wash hätte doch eine Karte besorgt, zum ehrlich, Frossi. Es steht nicht im Forum, die kosten Ja, Geld, die kosten mein Gott, richtig, dann kauf die ich die kosten halt. richtig viel Geld. Und Leute, sie wurden nicht aufgeschrieben. Abstimmung, Karte ja oder nein, Nein, dann natürlich kaufe ich haben wir die. keine. Wir waren in der Hafenmeisterei, wir haben nachgefragt, was kostet das, was brauchen wir. Wir haben Renijan hingeschickt, dass er sich darum bekümmert. Wir haben nur dann vergessen, es im Forum aufzuschreiben. Genau. Und daraus wird uns jetzt ein Strick gedreht. Richtig. Ja, völlig zu Recht. Dann geht Wascha jetzt los Ihr hattet mit ihrem 2 Wochen herausfallenden Zeit. Aussehen und Du musst kauft jetzt eine nur schwimmen, Karte. Schatz, wenn du jetzt losgehen willst. Da musst du schwimmen, bitte tu das Wir sind nicht. jetzt leider Ich schon auf See. schwimme, so gut wie ich es gelernt habe, auf hier. Keine Karte kaufen. Also, ihr Hör hattet auf, den zwei Hühnchenzustand Wochen. zu machen, wir sind schon Nein, vor ihr sie. hattet. Lass mich! Nein, ihr hattet 2 Wochen Zeit. Ich lasse das nicht durchgehen. Wenn ihr euch nicht darum bemüht, dann bekommt ihr keine Karte. Das ist jetzt die Plus-Minus-Null-Karte. Frosty hat da irgendwie mit seinem Tool, hat da irgendwie die eine Karte drunter gelegt und dann selbst nachgezeichnet, schön mit dickem Pinsel. Extra schlampig. Das ist die Karte Plus-Minus-Null, die ihr euch jetzt durch den Schicksalspunkt zusteht. Ansonsten hättet ihr gar keine Karte, sondern nur Kartenzeichenmaterial. Viel Spaß in der Realität. Ihr seid keine 400 AP-Helden, sondern 6000 AP-Helden. So, weiter geht's. Ja, ihr segelt los. Ephadaios ist der Meinung, der Kurs ist gesetzt und irgendwer wird schon am Steuer stehen. Da bekomme ich auf alle Fälle eine Seefahrtsprobe von euch, von demjenigen, der am Steuer steht. Wollen die anderen Helden gar nichts tun und das die Mannschaft da machen lassen? Würde Warte, gehen. Frosty, Ihr habt ich genug. habe den Hattet das? Kurs vorher gesetzt. Also ich könnte jetzt am Steuer stehen. Das, also Ja, Ephadaios war es auch wichtig, das dass ist er. richtig. Also du könntest, es ist jetzt nur die Frage, wollen die Helden mit See fahren oder wollt ihr einfach nur rumsitzen und warten? Ihr Und habt ich genug möchte mit See fahren. Seemänner, habt ihr. Ich fange einfach Rodrigo mal und an. Watcher sind gerade nicht da. Wenn man die sucht, die scheinen wohl, naja, Ephadaios Bett gerade zu benutzen. Oh, jedenfalls. Regeneration. Jedenfalls. Ob er da ist am Steuer steht, steuert er natürlich. Wenn er gerade zu tun hat, würde Jalan das übernehmen. Und falls Jalan gerade nicht am Steuer stehen muss, koordiniert er die Mannschaft. Ja, Ich also hab's das einfache gefragt, aus dem richtig? Hafen rausfahren ist nicht das Problem. Also da kannst du dann kurz das Steuer übernehmen. Und es geht einfach nur darum, wer jetzt langfristig dran steht. Ich weiß nicht, ob der Geweihte andere Pflichten hat. Dann nehme ich das Steuer für ihn, ansonsten kann er das machen. Ich würde das gerne machen, ja. Gut, dann halte ich die Seemänner auf Trab. Okay, Vascha und Rodrigo sind unten in Ephadaios Bett. Der ist komplett entrückt. Also es fängt langsam an und es baut sich auch nicht ab. Der verschmilzt gerade mit dem Wasser.
Der wird sich freuen, der hält das dann für ein Wasserbett, wenn er sich da reinigt, das ist feucht. Brindigian, was willst du tun? Ja, ich werde mithelfen, allerdings nur so leichte Handgriffe. Also ich habe keine Ahnung von Seefahrt. Irgendwelche einfachen Geschichten, was mir einer zuweist, werde ich dann machen. Okay, das heißt, du nimmst einen Lehrmeister in Anspruch, unentgeltlich. Sozusagen, ja. Ja, also ihr habt die bezahlt, das heißt, solange da irgendwie genug in den Masten stehen, kann dir auch jemand irgendwie beibringen, wie man Tower aufwickelt. Das ist dann also ein Lehrmeister, den kannst du umsonst in Anspruch nehmen. Möchtest du eigentlich von mir einen Wurf haben oder sind die gut genug ausgebildet, dass das ein Selbstläufer ist? Das gucken wir uns gleich an. Ich will vorher noch fragen, was Praiodano machen möchte. Ja, meine Aufgaben als Matrose. Okay, dann fangen wir damit an. Die Matrosen müssen mit einem, ja, es ist ein Drachensegel, das heißt, es ist komplizierter als irgendwie harvenische Takelung oder sowas. Gibt schon mal eine Dreier-Schwernis. Dann gucken wir uns nochmal an, wie die Befehle des Kapitäns sind. Der Kapitän ist Iala. Das ist dann bitte eine Seefahrtsprobe. Ja, Kapitän ist ab 7, das heißt, ich gebe dir eine 7er Erschwernis für den Kapitän. Und okay. Dann kannst du sinnvolle Befehle holen. Gut, das Wege des Schwerts suggeriert, dass auch für das Kommandieren eines Schiffs die SF, die Spezialisierung Steuermann, verantwortlich ist. Richtig. Stimmst du damit überein? Okay, ja. Dann kriege ich 2 Punkte Erleichterung. Ja. Dann brüllst du sinnvolle Befehle und die Probe für Faruk bzw. Praiodano, der eigentlich gar keine Seefahrt kann, ist nur um 3 Punkte erschwert für das Drachensee. Nur um 3 Punkte erschwert, okay. Genau. Lorcher, also einmastig, Drachensee. Darf ich nochmal schmeißen? Apropos nicht können, halte ich bei 7 für auch. Naja, es geht. Ja, also normale Seefahrer, gut, 7 ist. Ja! Ja, das sieht doch gut aus. Dann stehst du nicht doof in der Gegend rum, sondern bist einer der Ersten, die oben an den Wanden sind. Taue werden aufgewickelt und du legst dich dann in das Drachensegel so ein bisschen rein. Du hast da Spaß. Du hast echt Spaß. Das ist irgendwie, hast das zwar schon mal gelernt, aber wirklich viel in der See gefahren bist du noch nicht. Und solange jetzt hier kein Sturm oder sowas aufkommt und ihr noch nah am Küstengebiet seid, alles gut. Ja, ich möchte übrigens auffällig weit unten immer rumstehen, weil ich ein bisschen Höhenangst habe. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt auf dem Mast draufklettern. Ah, richtig, die Höhenangst, die wäre ja als noch Erschwernis drin. Ja, aber nicht so zappeln, dass du den Mast hochkommst, los! Wie hoch ist denn deine Höhenangst? Ja, 6. 6, dann ist es mit dem Modifikator plus 8, hast du es noch geschafft, ja. Sieht dann ja. Gar nicht mehr, also unten sieht das alles, hat Hand und Fuß, was du tust, und Taue werden aufgewickelt. Aber wenn es dann nach oben geklettert wird und sowas, oh, da bist du langsam. Da bist du langsam. Ja, ja. Und du fällst nicht runter, aber. Oh, mir ist schlecht. Oh, muss so. Das hier oben so wackeln? Dann nach einiger Zeit übernimmt Ephadaios und Ephadaios wird dann auf lange Zeit das Steuer übernehmen. Die Probe für dich ist erst einmal für die Lorcher, also fremdes Schiff, fremdes Ruder um Dreierschwert und durch einigen Wind und noch einmal um 3, also um 6er Schwert insgesamt. Okay, ich möchte neben meiner Entrückung mir das Hoch Meisterhandwerken. Und zwar für 5 ASP. Sind 10 Punkte. Was habe ich gesagt? Erschwerende 6, 10 Punkte erleichtert sind minus 4. Genau, aber das ist ja tatsächlich eine THW-Steigerung. Ja. Mhm. Also ist klar, du hast erschwerende 6 gesagt. Ja, die dicken Erschwernisse kommen noch, keine Sorge. Wir sind so gearscht. Ja, du weißt, wie gefahren werden muss, vor dir an den Mast, also da, wo, ja, also ein richtiges Focksegel habt ihr nicht, auch hinten Besanmast oder sowas gibt es nicht, das Ding ist einmastig. Aber du hast ja da an den, du hast ja so eine kleine Befestigung, hast dir die Karte angeschlagen und peilst so ein bisschen den Kurs an, hältst deine Arme immer mal wieder aus und, ja. Ihr seid etwa eine Stunde auf dem Wasser, als ihr bemerken könnt, dass es etwas brockiger wird. Ihr schaut nach und nach so ein bisschen nach links, nach rechts, Steuerbord, Backbord runter und könnt so eine leichte Gelbfärbung ausmachen und Schaum auf der Oberfläche. Zudem hat sich nach einer Stunde der Fahrt
vor euch eine Landformation ausgemacht, die in einiger Entfernung, also direkt am Horizont, könnt ihr ausmachen, dass es da wohl Land wieder gibt. Steuert direkt auf Land zu. Und Rico und holt die Segel ein, werft den Anker! Kommt, währenddessen geschrieben wird, langsam gemütlich die Stufen wieder hinauf. Rodrigo hat so ein typisches Strahlen, was er so abgibt und wo sieht sind etwas verschwitzt aus. Wo sind eigentlich die Weißen? Was da aus Anker? Was? Und sieht auch ziemlich erschreckend aus. Die Weißen werden sich nach unten verziehen oder irgendwo nicht rumstehen. Also ich habe sie jetzt erstmal hier hingezogen, falls ihr das jetzt siehst. Moment, Steuerung F. Ah, okay. Also die stehen da erstmal rum und betrachten sich das. Die sind da sehr passiv gerade. Die wollen ja nur mitfahren. Oh, okay. Wir werfen den Anker. Ich werfe dem Anker dem Typen an den Kopf. Dem F hat den Kopf hinein. Also der Anker ist wie immer vorne. So, und du kannst jetzt den Anker hier runterlassen. Mit so einer dicken, schweren Ankerkette. Da ist nichts, was du Ephadaios auf das andere Schiffsdeck zuwerfen kannst. Ugdive, komm mal her, fass mal mit an. Ja, Senior, ich komme. Der steht jetzt sogar gerade in der Nähe, habe ich beschlossen. Der steht in der Nähe, ja. Dann heben wir den Anker hoch und schmeißen den runter und die anderen nehmen hoffentlich währenddessen das Segel runter. Ja, genau, das wird getan. Ja. Seefahrtprobe reißt das Ruder rum, sodass wir lenken, um das Schiff so schnell wie möglich von seiner Geradeausbewegung runterzubringen. Ja, ihr möchtet und nach Backbord. Wird eingeben. Wie und viel Grad? In die Wanten. Wie viel Grad möchtest du? 90 Grad. 90 Grad. Ja, Rodrigo und Wascha, gerade schwer beschäftigt, schwitzend, kommt Rodrigo dann nur mit seiner Hose bekleidet. Oberkörper frei, sein Bart weht im Wind, streicht sich noch einmal perfekt durch den Bart und zwirbelt nochmal nach, kommt dann nach oben gestürzt, schaut euch Darius an, klettert erstmal in die Wanden, was da jetzt los ist. Ja, will da sozusagen notfalls auch helfen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob das erleichtert war, an die Wanden zu klettern, ich bin zwar davon ausgegangen, dass es nicht erleichtert ist. Das ist eine ganz normale Kletternprobe. Also, du willst es nicht unbedingt schnell machen oder sowas, das sollte passen. Doch, zügig will das schon machen, deswegen. Mit den Sternchen reicht das, dann kletterst du schnell in die Wanden. Um sozusagen mit anzupacken, eben wenn da Befehle kommen vom Kapitän. Ja, das wird relativ schnell umgesetzt, also relativ, genau. Einige sind nicht unbedingt gemütlich, aber sie müssen sich selbst noch mit diesem Drachenboot auseinandersetzen. Ja, Rodrigo, du kannst feststellen, die Leute, die er da angeworben hat, die waren wohl schon mal auf See. Ja, Rodrigo versucht so ein bisschen zu helfen, wenn er kann, aber er weiß ja, dass er selber zum Knotenbinden meistens ziemlich lange braucht. Heute scheint er das ganz gut im Griff zu haben, aber sonst ist es etwas problematisch bei ihm. Und er unterweist die Leute so ein bisschen, da vorne, ja genau, da muss er ziehen. Ja, genau, noch ein Stück mehr und noch ein bisschen mehr Kraft, super. Hilft ja sozusagen den Leuten mit kurzen Anmerkungen, danke, mehr als Fendi. Kumpel, anstatt jetzt hier als irgendwie Offizier oder sowas. Ja, super, das gelingt, du kannst gute Anweisungen geben und zusammen mit deinem auch leeren THW, du musst jetzt nicht nochmal würfeln, aber du kannst es denen gut beibringen, sodass sie ein bisschen besser in das Schiff reinfinden. Ja, das Schiff hält, ihr habt dann auch eine 90-Grad-Kurve eingesetzt und mit der restlichen Energie, die das Schiff noch hat, dreht ihr dann so eine kleine Kurve und nach einer Stunde, wie gesagt, steht hier still auf offener See. So, einfach da, ja. Jetzt lass das mal. Da drüben ist Land. Warum schmeißen wir jetzt den Anker? Mein Herr, wenn ihr hier über die Reling schaut, ich glaube, hier ist ein Korallenriff. Puh, das war in der Karte nicht verzeichnet. Ich fürchte, wir müssen unseren Kurs anpassen. Signores, was ist da vorne los, eh? Wie es scheint, ist die Karte, die wir in Kunchom bekommen haben. Mein Herr von Schlattermau. Ja. Das ist vielleicht kein Detail, was die Crew wissen muss. Die Karte ungenau ist, ja. Wir wollten sie testen. Ich bin mit schon wesentlich schlechteren Karten gefahren. Okay, ich gehe mal wieder an meine Arbeit, Entschuldigung. Na, dann sag uns mal, wo wir sind. Kurz vor einem Korallenriff, würde ich sagen. Einer von den Seemännern guckt so ein bisschen dumm rein. Sind wir schon in Valusa? Bringen Nein, wir Mann. Die Eier ab. Mit dir in den Ausguck.
Wir haben eine kleine Herausforderung für euch. Hier ist ein Korallenriff und wir müssen jetzt einen sicheren Pfad drumherum finden. Warum bist? Sag mir, was du gefunden hast. Falk, geh doch mal mit ihm mit. Können wir nicht auf sich drumherum fahren? Einfach erstmal Richtung Norden? Ich versuche mal da hoch zu klettern, auch wenn es mir nicht gefällt. Ja, Kletternprobe, Schwert um Höhenangst. Ja, ich freue mich. Man sieht das an der Hochkletterschocken mal kurz nach, ob das klappt. Ansonsten würde man notfalls versuchen, mal nachzugreifen, aber nur wenn er in absoluter Reichweite ist, dass man nachgreifen könnte. Ansonsten lässt sie ihn einfach sterben. Nee, ansonsten kann er nichts dazu tun. Ich meine, er kann jetzt ja. Er kann natürlich jetzt irgendwie sich versuchen, in den Boden zu slammen, aber das wird dir nicht helfen. Den Schicksalspunkt hast du, glaube ich, auch Chance gegeben, ne? Ja, den habe ich noch gegeben. Ich falle da runter irgendwann. Hat er vielleicht die Chance, ihn zu unterstützen, zu packen, wie ich das schon angesagt habe, oder ist es nicht möglich? Fingerfertigkeitsprobe. Ja. Du siehst, von Rondigo sich feste hält und dann rutscht er selber vielleicht ab und droht vielleicht selber zu stürzen, wenn er sich nicht richtig festhalten kann, weil er noch ein Seil gegriffen hat. In Windeseile, um nach dir runterzugreifen, aber das Seil einfach an seiner Hand vorbeigleitet. Würfel nochmal eine Fingerfertigkeit. Ja, aber er greift nochmal nach, aber da ist das Seil schon nicht mehr. Das Seil wandert nämlich, weil das Segel vielleicht ein Stück weit gedreht wurde. Beide 1W6? Ja. 2 Meter für Rodrigo. Dann mache ich von der Körperbeherrschungsprobe. Ja! 3. 5 Meter für Prei, oder? Ich mache natürlich Athletikprobe, Schwert 2. So. Kann ich auch eine Athletikprobe erschwerden? Du kannst Athletik machen. Oder Körperbeherrschung würfeln, das ist bei Stürzen beides erlaubt. Egal. Ja, dann kannst du es dir aussuchen, das Schwert um Höhenangst. Mich abzufallen ist ein Schwert um Höhenangst. Damit darf Rodrigo 2 Würfel rausnehmen, das heißt, er stürzt zwar runter, aber kann sich wirklich noch gut abfangen und landet wahrscheinlich sanft in den Knien aus 2 Metern Höhe und braucht sie nicht abzurollen, hat sehr viel Glück gehabt. Huch, ich habe auch Glück gehabt. So sportlich ist. Da fuck. Ich habe das tatsächlich geschafft. Du hast ein Sternchen übrig, dann darfst du von 5 wie 6 minus 1, also 5 wie 6 minus 5, ein wie 6 rausnehmen minus 1 und dann bist du bei 4 wie 6 minus 4 echt. Würfel mal 5 wie 6 minus 5. Genau, du darfst einen Würfel deiner Wahl rauslegen, so rum, ja. Okay, ich würfel einfach mal 5 wie 6 jetzt. Dann nimmst du eine 6 raus, 23 minus 5. Ich habe auch noch eine 6. 23 minus 5 sind 18, 17. Eine 6 nimmst du raus und das 12 SP. Dann musst du noch auswählen, wohin er so stürzt, wo die schlimmste Stelle ist, weil vielleicht entsteht eine Wunde bei 12 SP. Ja, natürlich entsteht eine Wunde, es entsteht vielleicht noch zwei Wunden. Ja, würfel einfach mal. Wahrscheinlich in die Beine, aber je nachdem, wie du stürzt. Bei Kampf. Ah, ich habe ihn. Fängt gut an, ihr seid eine Stunde gefahren und plötzlich ist überall schon Alarm, du stürzt, willst dich abfangen, verhedderst dich in dem Seil, es knackt einmal, während du noch festhängst, dann gibt dein Arm irgendwie nach und du fällst weiter nach unten. Direkt der ist aber noch dran, ne? Ja, der gibt echt widerlich nach und du hast kurz das Gefühl, dass er länger geworden ist und dann stürzt du, wie gesagt, nach unten. Ja, trag dir mal eine Wunde auf dem Schildarm ein. Nur 2 wahrscheinlich, ne? Kommt drauf an, wie viele. Das weiß ich nicht, wie seine Konstitution ist. Ja, 2. 2. Gut, dann trägst du die 2 ein. Während du da immer noch unten liegst und mal guckst, ob du dich selbst beherrschen kannst, um nicht in Ohnmacht zu fallen, kommt so mal Helmer Hakenhand nach oben zu Everdaios. Ey, euer Gnaden, was soll denn das jetzt? Wollen wir nicht irgendwie nach Valusa? Ganz recht. Schau mal über die Reling. Korallenriff. Wir müssen einen Kurs drumherum aufstellen. Warst du schon mal in der blutigen See? Müssen wir etwa sagen, dass das hier ein Korallenriff der blutigen See ist? Das ist kein Korallenriff, das ist nur blutige See. Das Wasser ist brockig, guck sie da an, leichte Gelbfärbung, Schaum. Das ist kein Korallenriff. Hilft mir eigentlich einer, wie ich da so mit gebrochenen Armen am Boden liegt? Wir sind nicht Frosty unterbrechen, klar. Das scheint heute gang und gäbe zu sein, Frosty zu unterbrechen, also bitte mach ruhig. Ja, Helmer schaut so ein bisschen verwirrt auf Everdaios. Everdaios weiß auch nicht, was er davon halten soll. Er fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen wie ein Kind. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du dich fühlst, das kannst du dir gleich entscheiden, aber du guckst nochmal nach unten, keine Korallen, die du sehen kannst. Vielleicht noch tiefer oder so, aber ja, du kannst keiner erkennen. Und währenddessen liegt Priodano bzw. Faruk, wie er sich hier ausgibt, auf dem Deck mit gebrochenen, blutenden Handstücken und... Heiler! Wo ist der Heiler, verdammt?
Verfluchte, was geht denn da? Brindisian, schaut dir mal nach. Mann, gestürzt! Wir brauchen einen Heiler! Der ist kurz weg. Ja gut, wenn Brindisian nicht da ist, wird der Erstbeste gegriffen und mal hingeschickt. Herr Seniores, ich verstehe mich etwas auf die Heilkunst, nicht wahr? Gut, dann schau dir den Mann mal an. Ich habe da gerade keine Zeit für. Zu Rondrigo. So, sorry. Man schaut Ugg dann an. Los, wir bringen den Mann runter, dann kannst du ihn besser verarzten und hast mehr Ruhe. Ausgezeichnete Wahl, Signore. Alphadaios, was ist jetzt Sache? Hier sind keine Korallen. Kannst du den Mann runterbringen? Mit der Hakenhand auch eben gesagt. Kommt der Mann hier in den großen Weiterfall. Ich weiß, die Karte ist schlecht, aber können wir jetzt bitte weitersegeln? Ja. Wir müssen den Anker lichten und die Segel wieder ausrichten. Gut, alle Mann, wir fahren gleich weiter. Seht zu, dass das Schiff in Ordnung kommt. Was sollte putz das? Putz mal jemand jetzt? Das Blut da drüben weg. Was hat er gerufen? Ich hab's da nicht gehört. Was sollte das denn jetzt? Nichts von Wichtigkeit. Weitermachen. Wir schaffen uns hier gerade richtig viel Vertrauen bei denen. Ja, da könnt ihr euch selbst eure Gedanken zu machen. Ephadaios steht immer noch. Also du hast Helma runtergeschickt, oder wie? Hakenhand, hol den Anker wieder hoch. Wir fahren weiter. Ja, alles klar. Du wirst das schon wissen. Du merkst auch, wie er dich nicht wirklich respektiert. Er duzt dich, er hat zwar euer Gnaden gesagt, aber... Rodrigo legt Priodano bzw. Faruk in das Bett. Er hat wahrscheinlich keine Nerven jetzt gerade dafür, sich zu wundern, warum irgendwas Weißes an deinem Hintern klebt, während er in das Bett reingelegt. Oh, ist halb so wild, das ist ja ein Traum. Und dann schaut man Ugg dann erwartungsvoll an. Ja, dann helft dem Mann mal so gut ihr könnt. Er reißt ein Stück was von seinem Ledermantel ab, schneidet das ein kleines Stückchen mit so einem ziemlich großen Jägermesser und bindet das dann um den Arm von Priodano. Kann ich ihm damit Anatomie ein paar Tipps geben? Er macht das auch gar nicht so gut. Das tut ziemlich weh, was er da tut. Ich hau ihm mit dem anderen Arm. Ja, dann geht Rodrigo so dazwischen und hält Faruk am Bett fest. Das tut manchmal weh, der Mann weiß schon, was er tut, hat er gesagt. Los jetzt. Er weiß überhaupt nicht, was er tut, der schneidet mir gleich den Arm ab. Schiebt ihm ein Weißholz in den Mund, der muss still sein, ne? Ja, Rodrigo guckt jetzt hier und greift jetzt hier irgendwo hin, reißt ein Stück vom Bett ab irgendwo an so einer seitlichen Stelle und so, Mund auf, jetzt das wird einmal wehtun und dann ist das alles bald wieder gut. Brindisian ist wieder dran. Brindisian, du hörst das Schreien von Faruk unten aus der Kajüte. Du könntest ihm jetzt helfen, er ist ziemlich übel gestürzt, seine Elle und Speiche sind wohl gebrochen. Ja, ich habe so vom Heck des Schiffes schon mitgekriegt, wie er da irgendwie runtergefallen ist und Rodrigo hinterher. Und haben mir noch Kopfschütteln gedacht, warum verletzen sich die Zigaretten jetzt einfach immer nur selbst. Aber, naja, es war ja nicht lebensbedrohlich, aber ich werde dann irgendwann mal runtergehen, nachdem ich ihn da unten höre. Gut, dass ihr da seid. Hier, ich habe schon Beißholz zusammen und der Kunde wehrt sich noch ein bisschen. Aber hier, kümmert euch mal um den Arm. Ich halte den feste und das Beißholz habe ich auch. Beißholz brauche ich nicht. Ich kann das so nicht. Ich kann das, wenn nur, auf magischem Wege. Wenn du es... Okay, gut. Mutiger Seefahrer. Er klopft dir so auf die Schulter. Gut gemacht. Rodrigo, du musst an Porkwurm denken. Der hätte jetzt schon seine Säge geholt. Porkwurms Säge. Der Arm muss ab. Echt nicht. Ja, ich schau mir das mal an, wie schlimm das so verletzt ist, ohne da jetzt groß da drum zu fummeln. Das hat man doch schon mal letztes Mal festgestellt. Ja. Nee, ich mache aber wieder das Übte. Also eine Wunde heilen. Ich würde dann wieder Zauberdauer verlängern und 7 ASP investieren dafür. Ich kann auch vorher ein Unitatio machen, wenn du möchtest. Kannst du meine ASP dafür ausgeben? Ja, Alphadaios, vor dir, wie gesagt, Land, was jetzt erschienen ist, einige Kilometer, einige Meilen entfernt, du bist dir nicht ganz sicher, aber einfach am Horizont. Das kannst du nicht einschätzen, dafür bräuchtest du einen Richtungssinn. Alphadaios. Ja. Habt ihr einen Moment? Ja, einen Moment. Ich muss den Kurs neu ausrichten. Ja, was? Okay. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn ihr nicht einfach so den Befehl zum Anker werfen gebt, ohne irgendjemandem etwas gesagt zu haben. Auch nicht. Ich hatte Angst, dass wir auf einen Korallenriff auflaufen. Ja,
Wir hätten unser Schiff verlieren können, wenn wir tatsächlich hier mit unserem Bug mitten das reingerast. Nun gut. Wo sind wir denn? Schaut mal kurz auf den Kompass, in welche Richtung ist denn das Land da vorne?